Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Da ihr es euch gewünscht habt, gibt es heute das Fazitvideo unserer Sommertour 2021 nach Slowenien, Österreich, ja, und Teilen von Deutschlands. Genau. Was wir euch eigentlich an der Stelle mal so ein bisschen erzählen wollen, ist, gerade wenn ihr auch vorhabt, so eine Fahrt zu machen, was waren so unsere Highlights, wo waren wir am liebsten, was würden wir euch auf jeden Fall empfehlen. Wir wollen aber auch einmal so ein bisschen darüber sprechen, was kostet das Ganze und ja, was waren so unsere Kostenpunkte und auch so ein bisschen was darüber erzählen, was für Campingplätze wir angesteuert haben, welche wir euch da vielleicht empfehlen können und wie es denn in Slowenien eigentlich mit dem Freistehen ist. Also angefangen haben wir ja in Bayern. Da war das Ganze kein Problem, da konnten wir noch freistehen. Klar, man muss in Bayern immer gucken mit den Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten und so. Aber darüber hinaus kann man da problemlos noch freistehen. Dann sind wir weitergefahren nach Österreich, haben eine Nacht am Gollinger Wasserfall verbracht. Da bot es sich an, halt direkt den Campingplatz daneben zu nehmen. Haben dann nochmal eine Nacht in Österreich freigestanden und sind dann nach Slowenien rüber. Und in Slowenien ist es so, freistehen ist eigentlich überhaupt nicht. Im Osten kann man es vielleicht teilweise machen. Ja, aber gerade in den Nationalparks und so im Westen hat man da eigentlich kaum eine Chance, irgendwo frei zu stehen. Man kann es vielleicht mal eine Nacht schaffen, gerade mit dem Docker ist es vielleicht möglich, aber wir haben es gar nicht gemacht, weil wir echt keine Lust haben, nachts aufgeweckt zu werden und, sag ich mal, den halben nächsten Tag im Eimer zu haben und womöglich noch eine nette Strafe zu zahlen. Deswegen sind wir da immer auf Campingplätze gefahren. Und ja, an Campingplätzen, was können wir da empfehlen? Also empfehlen können wir auf jeden Fall River Camping Bled. Wir wollten eigentlich zuerst auf dem Campingplatz, der direkt am Bledsee war. Der war aber leider schon voll. Und da wir spontan unterwegs waren, haben wir da nichts mehr bekommen. Deswegen sind wir auf den Camping River Bled Campingplatz gegangen. Der ist ein bisschen außerhalb von Bled. Zwei Kilometer. Roundabout. Also das kann man auch locker zu Fuß zurücklegen. War sehr schön. Der war sehr neu, der Campingplatz. Der hatte sogar einen Pool. Wobei die Kinder den in Anspruch genommen haben. Aber ich war da auch mal abends drin. Ja, also den können wir auf jeden Fall empfehlen, gerade im Bled, besonders wenn der andere halt mal voll ist. Ansonsten, Camping Trenta waren wir im Sotscha-Tal, können wir auch sehr empfehlen, sehr netter Betreiber. Und wir waren direkt an der Sotscha. Also hier stand der Docker, dazwischen war so ein bisschen Platz, da konnten wir unsere Stühle hinstellen und da war direkt die Sotscha. Man muss es natürlich mögen, nachts die ganze Zeit das Rauschen des Flusses zu hören, aber ich konnte da gefühlt noch besser schlafen als sonst. Ja, auf jeden Fall. Ließ sich sehr gut schlafen dort. Also den Platz können wir auf jeden Fall da empfehlen. Besonders, wenn man dann einen direkt am Wasser hat. Ansonsten waren wir noch auf einem Bauernhof in Piran. Der war auch sehr schön gelegen. Der war relativ hoch. Ich blende euch den Namen einmal unten ein. Ich kriege den nicht ausgesprochen. Ihr könnt es ja gerne zu Hause mal versuchen. Schön an diesem Bauernhof war, wobei es war eigentlich kein Bauernhof, sondern nur so ein kleiner Familienbetrieb. Ja, die hatten da so ein paar Hühner und die haben eigenen Wein produziert. Und man hatte 41 Euro quasi für die Nacht bezahlt und hat dazu 3 Flaschen Wein bekommen. Das ist auf jeden Fall eine nette Sache. Außerdem waren wir noch im Camp Ruth. Das ist auch ein Campingplatz, etwas unterhalb, also auch in der Sotscha noch, aber etwas unterhalb vom Trenta dann, weiter unten. Und ja, der war eigentlich auch sehr schön. Der war sehr voll. Das war generell sehr voll. Ja, gut, wenn man mitten in der Hauptsaison unterwegs, Aber auch sehr schön gelegen und auch nicht so teuer. Ansonsten waren wir noch in der Nähe von der Hauptstadt auf einem Bauernhof. Die Hauptstadt heißt? Ljubljana. Ich krieg's immer noch nicht ausgesprochen, unfallfrei. Und der Campingplatz hieß Camping Dolzko. Den können wir auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Ja. Also da haben wir 10 Euro für eine Nacht bezahlt, standen da auf einer Wiese unter Obstbäumen. Das war richtig, richtig schön. Genau, am nächsten Morgen waren wir erstmal noch im Hofladen bei denen einkaufen, haben das Ganze dann noch freundlich ein bisschen aufgerundet, weil ja, hat uns da sehr schön gefallen. Und von da war man auch ruckzuck in der Hauptstadt, dazu gleich nochmal mehr. Und ja, insgesamt unterm Strich 7 Nächte freigestanden, 13 Nächte Campingplatz. Ist ein bisschen anders wie auf unserer Schweiz zugelaufen. Aber das lag halt einfach daran, dass man in Slowenien absolut nicht freistehen konnte. Die Freistehnächte waren dann eben in Deutschland und in Österreich, haben wir das gemacht. Und ja, war aber eigentlich jetzt auch nicht so schlimm. Man hatte dann immer eine Dusche mit dabei. Die nehmen wir dann auch gerne mit dazu. Kommen wir jetzt einmal zu den Highlights unserer Tour. Also das, was wir besonders toll fanden, was wir euch auch empfehlen würden. Also einmal die Wanderung aus Nebelhorn in Deutschland. Hat uns eigentlich sehr gut gefallen. Einfach, wir wollten diese 1000 Höhenmeter mal brechen. Wir wollten mal eine 1000 Höhenmeter Wanderung machen. Haben wir da gemacht. War da auch sehr schön mit dem Umfeld und so.
Und ich würde jedem auch empfehlen, der da hochgeht, runterzufahren. Ja. Weil der Weg Entweder sehr darunter. viel mehr Zeit einzuplanen oder Ja, und gutes gerade. Schuhwerk. Ja, sehr gutes Schuhwerk, weil der Weg darunter, der ist echt blöd. Ist auch nicht so toll für die Knie. Also haben wir richtig gemacht, würde ich auch jedem so empfehlen. Aber die Wanderung da hoch war Ja. schon sehr schön. Also auf jeden Fall. Ja, weiter geht's dann mit den Highlights in Slowenien. Da möchte ich besonders hervorheben den Bled Seen. Von denen haben uns sicher schon viele von euch gehört. Und ja, da haben wir ja auch tatsächlich 3 Nächte auf dem Campingplatz verbracht, um möglichst viel von dieser Umgebung mitzubekommen. Bled an sich und auch der See ist natürlich schon sehr touristisch, gerade wenn man die Sommertour im August plant. Aber einfach der Weg an dem See entlang. Wir sind hoch zum Schloss, zur Burg gewandert. Das war schon sehr schön. Dann haben wir ja den Sonnenaufgang an dem Aussichtspunkt Oystrika mitgenommen. Von da aus hat man natürlich auch noch mal einen wunderschönen Blick auf den Bleder See mit der Insel in der Mitte. Wir waren aber leider nicht alleine, obwohl wir morgens so früh da waren. Ja. Was war das im Sommer? Irgendwie 5, 6 oder so waren wir da. Ich glaube, wir Ja. sind um 4 Uhr aufgestanden, aber wir waren trotzdem nicht alleine. Es waren noch einige andere da. Aber ich sag mal, bei dem Aussichtspunkt eigentlich auch kein Kein Wunder. Wunder, Also der war genau. ja wirklich schon sehr toll. Genau, also im Bledsee können wir definitiv empfehlen, wenn man in dieser Umgebung ist. Ja, und wenn man in der Umgebung ist, was man auch machen sollte, ist die Windgarklamm. Die sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Ist ein Stück nördlich von Bled. Ist sehr schön durchzulaufen. Man muss aber am Ende nochmal ein paar Höhenmeter zurücklegen, um wieder zurückzukommen. Aber ich glaube, das war tatsächlich der aktuellen Situation geschuldet, da es zurzeit die Regelung gab, dass man nur einen Weg lang durch die Klamm gehen konnte und nicht den gleichen Weg wieder zurück, damit man sich nicht allzu viel begegnet unterwegs. Und deswegen, ja, konnte man dann später entscheiden zwischen 2 Wegen, wie man dann den Weg zurück zum Parkplatz wiederfindet. Ja, ich glaube auch, das hängt mit Corona zusammen. Ja. Und man sollte sich nur bewusst sein, man muss zurück noch mal ein gutes Stück gehen. Und Aber auch das, da hat sich die Aussicht definitiv gelohnt. ja, das sollte man halt nur an der Stelle auf jeden Fall mit einplanen. Genau, als nächster Punkt habe ich die Wanderung durch das Sotscha-Tal noch sehr gut in Erinnerung. Wir standen ja, wie eben schon gesagt, 2 Nächte auf dem Campingplatz Trenta. Von da aus gab es eine sehr schöne Wanderung entlang des Sotscha-Tals, dem Ja, wobei wir mussten Sotscha-Trail. noch ein Stück fahren. Ja, gut, Also wir mussten, aber glaube ich, noch 20 Minuten vom Campingplatz ja, fahren, aber dann konnte man genau sehr schön da wandern gehen. das war einfach entlang der Sotscha, ging es durch so einen Waldweg und ja, hat zwischendurch ein paar Highlights mit eingebaut. Ein Highlight war die große Sotscha-Tröge. Wie es letztendlich heißt, weiß ich nicht. Genau. Und ja, letztendlich ging es einen Weg hin und den gleichen Weg auch wieder zurück, was aber gar nicht so schlimm war, weil es definitiv sehr sehenswert war. Ja, ich finde, vor allem, wenn man sowas sieht, man merkt diese Kilometer dann gar nicht. Dann habe ich am Ende geguckt, wir hatten irgendwie auch wieder so 8 Kilometer oder so. Ja. Aber es fühlte sich ja halt nicht so an, weil man einfach mit dem Kopf und mit den Augen immer so dabei war, die schönen Sachen gesehen hat. Und das war am Ende so, ja, ist halt vorbei. Schade. Ich hätte den Weg auch nochmal danach gehen können, Ja, gefühlt. auf jeden Fall. Aber es war schon sehr cool da, weil man da wirklich Und da dann. macht es auch einfach die Gegebenheiten, macht es aus. Ob man jetzt einfach schnurgeradeaus einen Weg lang geht oder da musste man auch zwischendurch relativ viel klettern. Und das macht auch einfach noch Spaß, dann diesen Weg zu gehen. Genau. Ja, dann waren wir noch am Slap Virje. Das ist ein Wasserfall auch in Slowenien. Wo wir da waren, war ziemlich viel los, aber das war auch ja, so die Mittags, Primetime. ne? Ja. Genau, mittags rum. Kann ich aber auf jeden Fall auch jedem empfehlen. Wunderschöner Wasserfall mit mehreren Läufen so nebeneinander. Also sehr cool. Danach hat noch einer sein Auto zerlegt an einem Stein. Also da muss man ein Ach bisschen ja, stimmt. aufpassen. Das war sehr ärgerlich. Er ist rückwärts gefahren, da lag dann so ein Stein unten auf dem Parkplatz und der ist da einmal komplett vorbei geschabt. Und dann hat er noch hin und her gedreht, noch ein paar Mal. Ich Das glaube, es war nicht nur einmal, ja. sah nicht gut aus. Also da muss man auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Gerade der Weg dahin, der ist sehr schmal und da muss man ein bisschen gucken. Genau, das zum Slapviri. Als nächstes war mir definitiv wichtig, dass ich zumindest einen Tag gerne am Strand verbracht hätte. Eigentlich war unser Plan, ja noch runter nach Kroatien zu fahren. Das haben wir aber einfach aufgrund der Zeit und ja auch einfach, weil wir uns nicht so stressen wollten, nicht mehr gemacht. Deswegen haben wir dann einen Tag am Moon Bay Beach an der Küste Sloweniens verbracht. Und ja, auch wenn man ja sagt, dass die Küste Sloweniens wohl nicht ganz so schön sein soll, hat es mir definitiv gereicht. Ich fand die Aussicht wunderschön und einfach mal einen Tag am Strand, ein bisschen mehr schwimmen gehen, ja, war für mich definitiv pure Erholung. Ja, was man halt wissen muss, es ist kein Sandstrand. Ja, gut. Es waren Steine, aber ich hatte da jetzt kein Problem mit. Also es war so für mich das Stranderlebnis des Urlaubs. Ja. Die Hanna könnte sicherlich die ein oder andere Tag mehr haben. Definitiv. Mir reicht das so gefühlt dann so, ja, man hat einen Strandtag.
Kann ich auch empfehlen. Also da sollte man vorbeischauen, wenn man da ist. Klar, gibt es sicherlich in Kroatien schönere Strände, aber man ist nun mal in Slowenien und um mal am Strand gewesen zu sein und im Meer gewesen zu sein, ist das auf jeden Fall eine runde Sache. Ja, was lohnt sich noch in Slowenien? Also wir sind dann wieder zurück, also einmal noch durch die Hauptstadt durch und dann sind wir wieder in den Norden. Die Hauptstadt, ja, kann man mal drin gewesen sein. Lohnt sich, glaube ich, Ist auch. definitiv. Den Fehler, den wir gemacht haben, ist, dass wir an einem Samstag da waren. Ja. Ja. Da war halt entsprechend mehr los. Aber ist auf jeden Fall schön, sollte man auch mal mitnehmen. Und dann sind wir wieder hochgefahren und dann sind wir zum Naturreservoir noch gefahren. Das ist einfach so ein kleiner Tümpel eigentlich. Der hat irgendwas mit Vulkanen zu tun oder so. Und wunderschönes Wasser, dann ein schöner Steg. Klar, für Fotografen ist das auf jeden Fall eine super Sache. War aber eigentlich recht schön da der Abend. Man muss nur schauen, da sind viele Mücken Ja. unterwegs. Am Ende wurden wir von Mücken angegriffen und mussten weglaufen. Ganz so schlimm war es nicht. Aber man sollte da auf jeden Fall auf Mücken achten. Aber lohnt sich an der Stelle in Slowenien auf jeden Fall auch. Ja, wir haben uns zu Beginn unserer Sommertour definitiv viele Gedanken gemacht, was wir sehen möchten, welche Spots wir anfahren möchten. Haben dann natürlich die 20 Tage doch ein bisschen unterschätzt, da wir uns auch gesagt haben, dass wir auf dieser Tour uns nicht diesen Stress machen wollten, den wir letztes Jahr auf der Schweiz-Tour hatten. Deswegen standen zwei Punkte mindestens definitiv noch auf unserer Liste. Das war zum einen der Bohinsee, den uns auch sehr, sehr viele empfohlen haben, was wir aber einfach aus zeitlichen Gründen, weil er letztendlich nicht mehr auf unserer Route lag und auch einfach, weil es definitiv zu voll war und wir nur noch ein Wochenende Zeit hatten. Da haben wir so krasse Stories gelesen. Irgendwie vom Campingplatz standen 50 Autos oder so morgens. Und da hatte ich überhaupt keine Lust drauf. Ja, dann haben wir den ausgelassen. Und unter anderem, was wir noch ausgelassen haben, sind die Höhlen von Postojna, wie auch immer man es ausspricht, da die auch einfach zu weit weg lagen von unserer Reiseroute und ja, mir da gesagt haben, die Zeit reicht einfach nicht aus. Was aber ja nicht heißt, dass man nicht noch ein zweites Mal dieses Land bereisen kann. Genau, wir haben uns dann am Ende mehr oder weniger dazu entschlossen, können wir lassen, wir kommen noch mal wieder, wir haben einen Grund Ja. wiederzukommen. Und wenn wir wiederkommen würden, dann würden wir wahrscheinlich eine Zeit außerhalb Ja. der Saison nehmen, weil es teilweise halt echt extrem voll war. Jetzt haben wir viel über Slowenien gesprochen, aber wir waren ja nicht nur in Slowenien, sondern waren auf dem Rückweg und auf dem Hinweg ja auch noch kurz in Österreich. Österreich, was hat uns gut gefallen? Also was uns wirklich gut gefallen hat, war der Weißen See. Da haben wir auch direkt auf dem Campingplatz eine Nacht geschlafen. Dann der Fuschelsee. Wir haben ihn im Video versehentlicherweise als Fuchselsee bezeichnet. Da war aber eine Zuschauerin sehr aufmerksam und hat uns das direkt geschickt. Vielen Dank nochmal. Genau, da waren wir auch unterwegs. War ein bisschen wandern, war eigentlich auch sehr schön. Und wir waren ja am Gollinger Wasserfall, hatten wir ja kurz schon erwähnt. Ist für mich auch eine Sache, die man in Österreich auf jeden Fall mal gesehen haben sollte. Ja, außerdem mal kurz so ein Fazit nochmal zu den Sachen, wie es alles so gelaufen ist. Also, was wir, wie ich schon gerade angesprochen, auf jeden Fall anders machen würden, wir würden nicht mehr in der Hauptsaison fahren. Wir würden gucken, dass wir irgendwie ein bisschen in der Nebensaison dahin kommen, weil dann halt einfach deutlich weniger los ist. Jetzt haben wir gehört, die slowenische Regierung hatte auch wohl irgendwie noch Gutscheine rausgegeben, die man für touristische Reisen im eigenen Land nutzen konnte. Von daher waren natürlich auch viele Slowenen dann im eigenen Land unterwegs und nicht woanders. Das kam halt noch mit dazu. Aber auch so ist es, glaube ich, in der Saison generell in Slowenien inzwischen sehr voll. Und da würde ich lieber schauen, dass man irgendwie außerhalb der Saison dahin kommt. Ja, dann kommen wir zum Thema Stressmanagement mehr oder weniger. Wir hatten ja auf unserer Schweiz-Tour das Fazit gezogen, dass es viel zu stressig war. Wir sind von Spot zu Spot gehetzt, haben jede Nacht gefühlt woanders freigestanden und haben eigentlich als Fazit dieses Videos für uns genommen, wir müssen das Ganze mal ein bisschen ruhiger angehen. Weil sonst gelangt man echt in so einen Reisestress rein. Es fiel teilweise schwer, aber wir sind dann auf Campingplätzen manchmal auch hergegangen, wie zum Beispiel in Bled. Da haben wir dann auch mal 3 Nächte sogar da geblieben, haben uns die Sachen in Ruhe angeguckt, haben uns auch mal ein bisschen Zeit auf dem Campingplatz genommen, haben mal ein bisschen im Stuhl gesessen. Sollte im Urlaub ja auch nicht zu kurz kommen. Ja. Und ja, von daher hatten wir das auf dieser Tour auf jeden Fall deutlich besser im Griff und ja, sind nicht so eskaliert wie hier auf unserer Schweiz-Tour im Jahr davor. Was noch zu erwähnen ist, der Docker hatte einen Defekt. Die Schublade unserer Küche, die Auszüge davon, da sind die Kugellager rausgefallen. Ich weiß nicht, ob es an meiner Montage lag. Sie haben ja Anderthalb dann Jahre. 1,5 Jahre gehalten, genau. Allerdings
hatten wir kurz überlegt, die auszuwechseln. Dann habe ich aber gesehen, ich habe da noch spezielle Bohrungen noch zusätzlich mit reingesetzt. Wir hatten halt keinen Akkuschrauber dabei. Ich wollte jetzt dafür auch keinen Akkuschrauber kaufen. Wenn es jetzt so schlimm gewesen wäre, dass, ja, man hätte vielleicht nicht mehr auf dem Bett schlafen können oder so, dann hätte ich mir einen Akkuschrauber gekauft, hätte das auch wieder hinbekommen. Das wäre kein Problem gewesen. Dann fährt man in den Baumarkt. Ist nicht so cool, ich weiß. Ging aber dann sonst an der Stelle nicht anders. Vielleicht würde ich aber auf der nächsten Tour sogar einfach meinen kleinen Akkuschrauber mit reinschmeißen. Und dann ist man gegen sowas auch gewappnet, genau. Ging aber gut, man konnte sie dann noch so immer rein und rausschieben und dann dafür auch komplett rausziehen. Außer manchmal war sie ein bisschen am Klemmen. Ansonsten hat er beim Docker auch wieder alles gehalten. Das war Qualitätsarbeit. Genau. Und ja, dann wird einem sicherlich noch aufgefallen sein, es gab keine Drohnenvideos. Lag daran, klar, in Bayern ist sowieso nichts mit den ganzen Naturschutzgebieten, Österreich ist auch nicht so einfach. Und in Slowenien durfte man halt auch in diesen ganzen Naturschutzgebieten und so überhaupt nicht fliegen, was natürlich auch in Ordnung ist. Gerade für Vögel oder so ist es hier nicht so cool, wenn dann ständig die Drohnen durch die Gegend ballern. Genau, muss man an der Stelle mit leben, ist aber auch in Ordnung gewesen, nur dass ihr Bescheid wisst. Kommen wir jetzt mal zu dem Bereich Kosten. Ich werde mich kurz ums Auto kümmern und danach werde ich wieder an die Finanzministerin übergeben in unserem Auto, wie das sich das so gehört. Also, das Auto hat 6,4 Liter auf 100 Kilometer auf dieser Strecke verbraucht. Wir sind insgesamt 3.219 Kilometer gefahren und haben darauf dann 207,9 Liter Sprit verbraucht. Ja, ist auf jeden Fall in Ordnung. Kann man mit leben. Gerade Slowenien ist halt ein extrem kleines Land. Das ist uns bei den Strecken immer wieder aufgefallen. Wenn man dann mal von oben nach unten fährt, dann ist man vielleicht 2 Stunden unterwegs oder 2,5 Stunden. Es ist sehr wenig, es ist sehr klein eigentlich. Und von daher, wir mussten, glaube ich, in Slowenien einmal tanken und ansonsten war Sind es wir so das. durchgekommen? Genau, sind wir so durchgekommen. Ist halt ein sehr kleines Land und von daher hat man da eigentlich kaum Strecken, die man jetzt groß oder länger an der Stelle dann mal fahren muss. Fürs Tanken haben wir insgesamt 237 Euro bezahlt. Davon 100 Euro in Deutschland, 90 Euro in Österreich und 48 Euro in Slowenien. In Slowenien waren wir halt nur einmal tanken. Österreich war an der Stelle auch am billigsten vom Sprit her mit Abstand. Im Sommer waren die Spritkosten ja noch relativ günstig. Das heißt, jetzt würde das Ganze auch wieder anders aussehen. Ja, auf jeden Wir hatten Fall. da noch Glück mit unserer Tour. Und was halt außerdem ein Thema ist, ist die Maut. Einmal in Österreich und einmal in Slowenien. In Österreich haben wir zweimal Maut bezahlt, zweimal 9,50 Euro, macht zusammen 19 Euro. Gilt dann 9,50 Euro für 10 Tage. Wir brauchten es Genau. einmal hin und einmal zurück. Hätten wir einen längeren Zeitraum genommen, ich glaube, dann gab es 2 Monate oder sowas. Das Wäre wäre auf wesentlich jeden teurer Fall teurer gewesen. gewesen und deswegen konnte man es lieber zweimal machen. Da ist es halt auch cool, wenn man diese digitale Maut in Österreich nutzt, weil da braucht man sich nichts reinkleben und wieder rauskratzen und so. Kann man aber nur an Automaten an Raststätten machen. Die andere kann man online nicht abschließen, weil es das Rückgaberecht gibt. Frage ich mich auch, könnte man, glaube ich, auch über Umwege irgendwie aushebeln, weil ich sag mal, wenn man ein digitales Produkt verkauft, dann ist das ja auch immer so ein Thema. Und ja, gute Frage. Geht auf jeden Fall an Raststationen, kriegt man dann auch die digitale. Dann gibt man einfach sein Kennzeichen an und muss sich da nichts reinkleben. Slowenien, Maut, 30 Euro hat die Vignette gekostet. Ist an der Stelle ein bisschen teurer, aber gut. Nimmt man mit, muss man mit leben. Ich meine, 40 Euro Schweiz war eine andere Hausnummer. Wobei Schweiz gilt ja dann für ein Jahr. Slowenien, das war, ich weiß Ein nicht. Monat. Ja, irgendwie so. Ich weiß es nicht genau. Ist auf jeden Fall deutlich teurer, wenn man das für ein Jahr haben will. Ja, dann haben wir noch teilweise Mautstraßen gehabt. Wir haben ja auf dem Hinweg sind wir durch diesen ich glaube Karawankentunnel oder so heißt der, nach Slowenien rübergefahren. Der kostete, glaube ich, allein 12,50. Da haben wir insgesamt 42 Euro bezahlt, hatten auch so immer noch mal ein paar Straßen. Zurück sind wir ja dann über einen Pass gefahren. Das, ja, kann man eigentlich auch. Wurzenpass, genau, Wurzenpass. so hieß er. Kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Sollte man das vielleicht nicht mit dem riesen Wohnmobil machen, weil es geht schon relativ steil dahinter runter. Aber kann man auch gut als Alternative nutzen, wenn man nicht durch den Tunnel fahren will. Ja, das heißt, gesamt für die Mautgeschichten haben wir dann 91 Euro bezahlt. Ich mache jetzt mal weiter mit den restlichen Kosten der Reise. Ich habe hier dafür meinen schlauen Zettel vor mir liegen, weil ich mir die ganzen Preise so definitiv nicht merken kann. Angefangen mit den Parkgebühren, die wir auf den unterschiedlichen Parkplätzen bezahlt haben. Das waren insgesamt 36 Euro. Das waren teilweise ein bisschen teurere Parkplätze. Gerade wenn man irgendwie nur ein paar Minuten an einem Wasserfall war, mussten wir da trotzdem unsere 6, 7 € Parkgebühren zahlen. Aber gut, das nimmt man dann natürlich auch gerne in Kauf.
Dann sind wir auf dem Rückweg vom Nebelhorn wieder nach unten zum Auto, haben wir ja die Gondel genommen. Dafür haben wir für uns Zum beide, Glück. zum Glück, definitiv, dafür haben wir für uns beide knapp 50 Euro bezahlt. Ich konnte dafür zum Glück noch den Studententarif abschließen und Sparfuchs. ja, habe dadurch mit Sicherheit einige Euros gespart. Vor allem, ich glaube, wenn wir hochgefahren wären, hätten wir 60 Euro bezahlt oder so. Ja, genau. Aber gut, wir haben die Herausforderung auf uns genommen. Dann waren wir das ein oder andere Mal essen in diesem Urlaub. Den Luxus haben wir uns nicht nehmen lassen, sei es jetzt auf dem Campingplatz gewesen oder in Ljubljana oder ja, auch ich glaube, den letzten Abend in Bayern waren wir auch Ja, noch einmal das essen. war lecker. Das war definitiv lecker. Da haben wir insgesamt fürs Essen gehen 141 Euro bezahlt, wobei man sagen muss, dass wir auch sehr viel Eis gegessen haben in diesem Urlaub. Na, sie hat immer die Kugeln gegessen. Ich habe die Kugeln gegessen, das haben wir Okay, uns du hattest einfach mal meistens ein und gegönnt. ich drei, aber okay. Und da haben wir insgesamt 26 Euro fürs Eisessen ausgegeben, wobei auch in Ljubljana unser Eis 10 Euro davon Ich gekostet glaube, das war hat. sehr Also ich teuer, glaube, ja. da hatten wir uns vielleicht vorher mal Ich besser dachte, informiert, aber genau, gut. ich dachte immer in der Schweiz, das Eis war teuer, was wir da gegessen haben an dem Stand. Ach so, in Montreux. Genau, in Montreux, aber das war noch günstig, genau. Dann, ja, haben wir uns aber größtenteils mit Ausnahme auf das Parma-Essen gehen natürlich selbst verpflegt, im Docker gekocht oder auch dort unser Frühstück zubereitet. Und für die ganzen Lebensmittel und fürs Einkaufen gehen haben wir 234 Euro ausgegeben. Genau, die wir eigentlich auch zu Hause hätten. Ja. Aber gut, wir haben sie jetzt mal mit aufgenommen, der Vollständigkeit halber. Um einfach mal zu schauen, wie teuer ist das Einkaufen auch in den anderen Ländern, obwohl wir tatsächlich nur einmal kurz in Deutschland einkaufen waren, das Nötigste und den Rest auch eigentlich dann von unterwegs aus besorgt haben. Genau, weil die Staumöglichkeiten sind ja im Docker nun mal ein bisschen beschränkt. Und da müssen wir schauen, dass wir die Sachen dann ein bisschen also dass wir die dann immer Auffüllen, die zeitnah auffüllen. Vorräte. Also wir waren eigentlich alle 2 Tage einkaufen, mehr oder Mindestens, ja. weniger, ja. Dann haben wir ja auch 13 Nächte auf Campingplätzen verbracht. Dafür haben wir insgesamt 367 Euro ausgegeben, was für die Anzahl an Übernachtungen definitiv auch noch total in Ordnung ist. Hätte ich mir schon mal vorgestellt. Ja, genau. Wir haben 3 Nächte auf dem Campingplatz in Bled verbracht. Da dieser ja ein sehr neuer, moderner Campingplatz war, haben wir da auch insgesamt für die 3 Nächte 110 Euro bezahlt. Ja, also um die 40 Euro, 35 Euro die Nacht. Aber das hat sich definitiv auch gelohnt dort. Camping Trenta hat uns für 2 Nächte 60 Euro gekostet. Camp Ruth für 3 Nächte 72 Euro. Da sind wir definitiv noch mal günstiger weggekommen. Ja, der Bauernhof in Piran, das lief da ja durch das Kaufen von dem Wein ein bisschen anders, dass wir halt einfach durch, ja, die Übernachtung haben wir dann auch die Flaschen Wein noch dazu bekommen. Das waren 41 Euro und die Nacht auf dem Campingplatz in der Nähe von Ljubljana waren 10 Euro plus dann halt auch noch der Einkauf in dem Hofladen am nächsten Morgen. Ja, da haben wir, glaube ich, oder mussten wir bezahlen, irgendwie 14 oder 15 Euro. Wir haben denen dann 20 gegeben, weil, ja, ich meine, wenn man das so mit den restlichen Kosten vergleicht und sich den Platz da anguckt, das war schon gut. Also, klar, kalte Dusche, okay, Aber und gut, eine Toilette, aber alles okay, nimmt man vollkommen in dafür in Ordnung. Kauf. Und das Tolle war, Bahnfahrt nach Ljubljana. Hat dafür nur 1,20 Euro gekostet. Also ich glaube, da hatten wir auch Ja. richtig Glück. Die Regelung war dort wohl irgendwie, dass am Wochenende das Bahnfahren günstiger ist. Da haben wir tatsächlich 60 Cent pro Fahrt für jeden von uns bezahlt. Zurück war ja umsonst. Zurück war umsonst, genau, weil wir es Freundlichkeit des einfach Schaffners. verpasst haben, das Ticket noch vorher zu ziehen. Aber gut, anderes Land, andere Regelungen. Wir wurden netterweise auch so mitgenommen. Dann Genau. haben wir auf einem Campingplatz auf dem Camp Ruth haben wir unsere Wäsche einmal gewaschen. Da wir ja nicht für die 20 Tage unsere Wäsche mitgenommen haben, haben wir ja auf der Hälfte der Reise einmal gewaschen. Dafür haben wir dort 6 Euro bezahlt. Auch Dann, deutlich günstiger als davor. Ich glaube, auf der Schweiz-Tour waren wir in so einem Waschsalon, da haben ja wir irgendwie gut, mit 20 Trocknern irgendwie Euro 20 bezahlt, Euro ja. bezahlt oder so. Also es war auch ja, preislich auf jeden Fall Ja sehr gut, das gut. war der Vorteil vom Campingplatz, dass wir da natürlich unsere Wäsche aufhängen konnten und trocknen konnten, was in der Schweiz nicht ging, wo wir dann den Trockner da noch extra gezahlt haben. Dann haben wir uns noch einige Wasserfälle und 2 Clams, Klemme, wie heißt die Mehrzahl von Klamm? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Auf jeden Fall haben wir uns 2 Clams angeguckt und ja, dafür haben wir insgesamt 48 Euro bezahlt. Ja, für die 4 oder 5 Sehenswürdigkeiten war das definitiv okay. Für die Höhlen, die wir definitiv sonst uns noch gerne angeschaut hätten, hätten wir definitiv
Ja, Ich nochmal glaube, pro ungefähr den Nase war es gleichen Preis fast bezahlt, bezahlt. ja. Genau. Dann waren wir noch einmal auf einer Raststätte duschen, da wir die letzten Nächte ja nicht mehr auf einem Campingplatz verbracht haben. Ja, waren wir am Ende unserer Tour noch einmal auf einer Raststätte duschen. Dafür haben wir dann auch insgesamt 6 € bezahlt. Insgesamt haben wir für unsere Reise für die 20 Tage 1.216 € bezahlt, was definitiv mit den Einkäufen und auch den 13 Nächten auf dem Campingplatz total in Ordnung ist. Dabei haben wir auch diesen Urlaub definitiv nicht darauf geguckt, jetzt den günstigsten Campingplatz zu bekommen oder wo können wir günstiger essen gehen oder wie auch immer, sondern haben es uns auch wirklich gut gehen lassen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Haben das so genommen, wie wir es eigentlich wollten. Ja. Und von daher ist preislich, denke ich mal, auf jeden Fall wieder ein sehr günstiger Urlaub gewesen. Und wir haben halt wieder viel gesehen. Also Ja. nochmal, wenn wir uns irgendwo ein Hotel, weiß ich nicht, am Bledsee genommen hatten, dann wären wir vielleicht mal einen Tag ins Zottertal gefahren, wären da vielleicht spazieren gegangen, hätten wieder komplett zurückfahren müssen und wären vielleicht nochmal irgendwann zum Slaviere gefahren. Das wären dann wieder 2 Stunden oder so gewesen. Und dann wieder zurück und hin und her und diese ganze Fahrerei, wir haben halt wieder extrem viel gesehen. Und das ist halt dieses Coole, was ich an dem Reisen so liebe. Heute da, morgen da, hier ist schön, wir bleiben noch einen Tag. Ja. Oder hier ist nicht schön, wir fahren direkt weiter so. Und das ist halt einfach das Schöne, was man machen kann. Man ist sehr spontan und ja, kann sich so ein bisschen die Rosinchen rauspicken und dann von Punkt zu Punkt fahren. Deswegen, ja, fand ich wieder eine sehr schöne Art zu reisen. Hat mir wieder sehr viel Auf jeden Spaß Fall. gemacht so. Und mit den Campingplätzen war es halt auch ein bisschen entspannter zum Teil. Also was nicht entspannter ist, dass man nicht mal eben an der und der Sehenswürdigkeit schlafen kann und am nächsten Morgen da rausspringen und ein paar Fotos macht. Sondern Ja, wenn man gut. dahin will, muss man Kram zusammenpacken und dann morgens früh da losfahren oder so. Was auch nicht auf jedem Campingplatz so ohne weiteres geht, genau. Aber unterm Strich war es auf jeden Fall wieder eine sehr coole Art zu reisen. Ja, ansonsten, wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Schreibt in die Kommentare rein, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwas, was wir euch unbeantwortet gelassen haben in diesem Video. Ansonsten, lasst gerne ein Abo da, dann verpasst ihr zukünftig keine Videos. Wenn ihr dann noch die Glocke aktiviert, dann werdet ihr auch direkt darauf aufmerksam gemacht und verpasst es nicht. Genug der Eigenwerbung. Ja, wir hoffen, dass wir euch ein bisschen Lust darauf machen konnten, selbst nach Slowenien zu fahren. Ja. Und ansonsten sagen wir dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Rain keeps on falling, but I can't feel it crawling down my skin. Numb to the world outside, I let the water fill me from within. You used to walk beside me, I used to be another man. Give me a reason, baby, something that I can understand. Lit up the sky tonight and set the world alight. Fill up this desperate show. Oh, with your warming glow, I'm at my autumn low. Oh, won't you take me home tonight? Break me or let me win. Don't care, just let me in. Oh, this just tears me up. Won't you just fill my cup? Color cold as the ground beneath my feet. Bold was this drafted soldier before we slept out on the street. We all got a number, baby. We can never tell when time is up. I wish I could have been a better friend to you, but what more could I do? Lit up the sky tonight.